Einer der auffühlendsten Mordfälle Deutschlands in den letzten 20 Jahren. Angucken oder nicht, das erfahrt ihr jetzt bei den Filmgorillas. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frischfutter. Anne und ich sprechen heute über eine sechsteilige Doku-Serie, die im ZDF läuft und auf den wunderbaren Namen Höllental hört. Genau, das Ganze ist eine True-Crime-Geschichte, ein wahrer Kriminalfall aus Deutschland, den die meisten wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwo im Hinterkopf haben. Es geht um das Verschwinden und den Mord an Peggy Knobloch. Ein 9-jähriges Mädchen in einem wunderschönen Ort namens Lichtberg. Mhm. Und ja, also wie gesagt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Anfang der 2000er, genauer gesagt im Jahre 2001, schwappte dieser Kriminalfall sozusagen an die Öffentlichkeit. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur bei Höllental beim Titel sagen, es ist eine Höllenqual für einen Vater, eine solche Serie überhaupt zu sehen. Ich habe am Anfang auch, war ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, das ist ein Mordfall, ein True-Crime-Mordfall. Wie kann man den auf 6 mal 45 Minuten strecken? Und dann beim Angucken, das hat mir wirklich Qualen bereitet, weil das ist das Grausamste, der schlimmste Albtraum, den man sich als Eltern nur vorstellen kann, habe ich gedacht, wow, was für eine unfassbare Detailarbeit, die Marie Wilke, die Regisseurin und auch Autorin dieses Projekts, ich glaube, das ist ihr dritter Dokumentarfilm, da an den Tag gelegt hat. Und ich war nach der ersten Folge voll drin. Ich bin so reingesogen worden in diese Irrungen und Wirrungen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähnlich. Also wir hatten ja überlegt, was wir so machen. Und da stand Höllental ja eigentlich mit ganz oben auf dem Zettel. Und das ist auch das, was ich am meisten sehen wollte, ehrlich gesagt. Nicht nur, weil ich sehr viel Interesse an True-Crime-Serien habe. Ich gucke ganz viele davon. Sondern weil mir dieser Fall halt auch noch immer so im Gedächtnis ist. Ich war 13, als sie verschwunden ist. Schon ein bisschen älter. Ja, so ungefähr so in meiner Altersklasse. Aber ich weiß noch, wie meine Eltern mir immer in den Ohren lagen, oder eigentlich fast jedem Kind damals in den Ohren lagen. Du gehst mit niemandem mit, auch nicht, wenn der irgendwie kleine Plüschkatzen zu Hause hat oder so. Und du sprichst mit niemandem und du nimmst auch von niemandem was an, den du nicht kennst. So, das waren immer so die Sachen, die am einen gebläut wurden als Kind, weil es eigentlich auch nichts, ich sag mal, nichts Ungewöhnliches war, wenn Kinder verschwunden sind. Also das ab und zu kam sowas mal vor und immer ist man irgendwie so, war man geschockt und dachte so, ey, das bei uns passiert sowas nicht. Ich glaube, das ist ja, so also, das, was aber so das ist ja so immer spannend, wenn man mit seinen Eltern drüber spricht. Ne? Früher hieß das Mitschnacken. Ja, was das Ganze ja verniedlicht, aber du hast absolut recht. Ne? Das ist ein Trauma, wie gesagt, aus Elternsicht, aber deine Eltern, meine Eltern. Mhm. Aber ich fand, also Entschuldigung, ich muss noch mal korrigieren, das war nicht Lichtberg, sondern Lichtenberg heißt die Stadt. Ja. Aber ich sehe es genauso wie du. Also diese Art und Weise, wie man versucht, behütet aufzuwachsen und was dann trotzdem passieren kann. Das Unfassbare an diesem Fall ist ja, dass es ja seit dem Verschwinden von Peggy 15 Jahre gedauert hat, bis man ihre Leiche gefunden hat. In der Zeit wurde ermittelt und weitere 4 Jahre bis letztes Jahr, zum 16. Oktober 2020, der Fall auch weiterhin bearbeitet wurde. Jetzt ist er zu den Akten gelegt worden, aber immer noch nicht, und das Spoiler Alert vielleicht an dieser Stelle ganz kurz, noch nicht gelöst worden, zumindest nicht befriedigend. Ja. Ne, weil diese Serien, also diese Folgen, jede Folge hat immer wieder eine neue Wendung. Und ich finde das Spannende, und das ist ja, was du gesagt hast bei True Crime Formaten, ist ja, es wird ja ein Schuldiger oder eine Schuldige oder eine Gruppe von Schuldigen gesucht. In diesem Fall ist das Dramatische ja, dass es ein kleiner Ort ist, der ja auch in einer Art und Weise gefilmt und dargestellt wird, was ja unter die Haut geht. Ja, ne? Voll. Ist immer neblig, immer düster. Und das, die Ironie ist halt, dass es dieses Höllental halt wirklich gibt. So, das ist alles da in der Nähe, das ist unten bei Hof in Bayern. Und das gibt es alles. Es gibt diesen Wald und das Tal, das heißt wirklich Höllental, bezeichnenderweise. Und das ist halt wirklich, sich das anzuschauen, ist wirklich krass, wie die Leute auch von der Presse behandelt wurden da. Genau. Und wie dann auch gesagt wurde, wie konnte denen das nicht auffallen, dass da so ein Perverser rumläuft, der irgendwie Kinder anlabert und angrapscht und so weiter und so fort. Und wie konnte dieses Mädchen überhaupt verschwinden, was ist das für eine Rabenmutter und so. Also da sind so viele unglaubliche Dinge drin, auch
Polizeiversäumnisse und Fehler, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wo man überhaupt nicht fassen kann, dass das in Deutschland überhaupt möglich ist, dass solche Fehler passieren auch. Und deswegen, allein deswegen ist die Doku auch, glaube ich, so lang, weil so unfassbar viel passiert ist in diesem Fall. Und ich fand es sehr spannend zuzugucken, aber ich fand es auch sehr beklemmend und sehr beängstigend, ehrlich gesagt, dass halt so viel schieflaufen kann und dass sowas in Deutschland möglich ist einfach. Also ich finde, du hast zwei ganz wichtige Punkte aufgegriffen, die mir auch echt an die Nieren gingen. Also Nummer eins, wie nach einer solchen emotionalen Ratlosigkeit, ne, nach dem Verschwinden, dass der Wind sozusagen umschlägt und auf einmal eine ganze Gemeinde beschuldigt wird, die Familie beschuldigt wird und vor allen Dingen, was die Presse ja leider Gottes immer wieder für eine Rolle spielt, die sich natürlich auf so einen Fall stürzen. Da gibt es die, die wirklich gut recherchieren, da gibt es die, die aber im Prinzip jedes Gerücht aufschnappen und im Prinzip Menschen diffamieren, beziehungsweise auch Gerüchte nach außen tragen, die überhaupt noch nicht bewiesen sind, weil es ist ja ein Gerücht, und dadurch einfach Menschen in eine ganz dramatische Situation bringen. Also das Zusammenspiel zwischen Polizei, Öffentlichkeit, einer Gemeinde, die ja wirklich auch viel vertuscht hat, und dann auch der Presse zusätzlich. Und ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, die mich emotional komplett niedergeschlagen hat. Und zwar gibt es einen Tatverdächtigen, den die Polizei dann sozusagen auch festnimmt und mit ihm diese Situation rekonstruiert mit einer lebensgroßen Puppe, die sozusagen das Opfer Peggy darstellt, und sie rekonstruieren den Weg, den Fall, die Situation im Aufeinandertreffen dieses mutmaßlichen Täters und des Opfers. Und da habe ich gesessen und gedacht so, alter Verwalter, das kann ich gar nicht verarbeiten. Und das war für mich eine Situation, die, das hat bei mir Dinge ausgelöst, das war ganz, ganz schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Problem einzusteigen, aber mich hat diese Story total gecatcht, die Art und Weise, wie es erzählt wurde, wie es aufgearbeitet wurde, die Detailverliebtheit, aber auch die Neutralität der Dokumentarfilmerin, die gesagt hat, das sind die Fakten, die von der Seite kommen, und jetzt müsst ihr selber eure Schlüsse daraus ziehen. Ich finde es sehr gut, vielleicht so als kleines Fazit, dass es nicht so reißerisch aufgemacht wurde. Also von vielen amerikanischen Dokus kenne ich das so, dass das immer so an dem Täter aufgemacht wird. So, das ist jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es keinen eindeutigen Täter in dem Sinne gibt. Aber dass es nicht so, ja, nicht so Bild-Zeitung-mäßig geworden ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Auch für die ganzen Leute, die da involviert sind, für die Familie und den Ort an Lichtenberg an sich. Angucken, sagen wir. Oder? Ja, also wenn man sich dafür interessiert, würde ich sagen, auf jeden Fall schon. Für alle anderen würde ich, na, also das ist halt nichts für schwache Nerven. Also wenn man genau weiß, man kann sowas nicht sehen, dann sollte man es vielleicht lassen. Aber Leute wie ich, die gerne so Kriminalfälle auch durchdenken und sich dafür interessieren, die sollten sich das auf jeden Fall angucken. Apropos angucken, wenn ihr wissen wollt, was ihr euch in dieser Woche noch angucken solltet oder auch nicht, dann abonniert sehr, sehr gerne die Film-Gorillas. Und wir wollen natürlich auch von euch wissen, was ist denn euer liebstes True-Crime-Format? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei.